Natural Biohacker, was geht bei dir? Und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des 6-Minute Friday hier auf dem Natural Biohacking Podcast. Ein herzliches Willkommen, mein Name ist Robin, ich bin dein Host für heute und möchte dir heute eine ganz, ganz wichtige Folge präsentieren, die nicht nur für die Welt von großer Bedeutung ist, sondern vielleicht auch für dein Business. Denn ich möchte dir 4 Prinzipien vorstellen, die ich von den brasilianischen Naturvölkern in den letzten 2 Monaten hier in Mexiko gelernt habe und für mein Business nun anwende, um klarer, fokussierter und zielorientierter an meiner Mission zu arbeiten. Und ich bin mir sicher, du kannst auf jeden Fall auch was daraus mitnehmen. Deswegen nimm dir die 6 Minuten Zeit, bleib dran und die 6 Minuten laufen ab jetzt. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, warum diese Naturvölker solche Konzepte wie Brain Fog, Verwirrung und Ablenkung gar nicht kennen? Das, was in unserer Konsumgesellschaft schon fast normal ist eigentlich, ist da nicht existent. Und ich habe mich gefragt, vor allem in den Zeremonien mit den Huayna Queen People und den Yavanava People, warum ist das so? Warum sind sie so fokussiert? Warum sind diese Menschen so bei sich und denken einfach größer und bewusster mit sich selbst und mit der Welt? Und das möchte ich dir in den nächsten 4 Prinzipien einfach kurz darstellen. Wir fangen direkt mit dem ersten Prinzip an. Und das ist Verbundenheit. Diese Menschen sind sehr verbunden. Einmal mit ihrem Herzen, mit ihrer Intuition, aber auch mit der Natur und mit ihrer Umgebung, mit ihrem Tribe. Und ich finde, wir haben das in der westlichen Gesellschaft etwas verlernt. Wir sind viel zu sehr in diesem Konkurrenzdenken noch gefangen, gerade wenn wir von Business auch sprechen. Ich hatte das letztens erst mit einem Coaching-Klienten, der ja gewisse Kooperationen gar nicht machen wollte, weil er gedacht hat, okay, nee, das ist doch direkte Konkurrenz und ich möchte irgendwie nicht, dass die mir dann vielleicht irgendwie was wegnehmen oder sowas, keine Ahnung. Und das ist so dieses typische Denken, was wir in der westlichen Welt haben und was ich auch lange Zeit gehabt habe, das Konkurrenzdenken. Und wenn wir aber mehr verbunden sind, mehr verbunden mit uns selbst, dann wissen wir, dass so ein Konzept eigentlich gar nicht existiert und dass genug von allem da ist und dass wir eher statt in Konkurrenz, in Co-Kreation, in Kooperation denken dürfen. Ja, genauso wie es auch diese Tribes machen. Und dadurch, dass sie so verbunden sind mit allem in sich, wissen sie auch, dass alles sich selbst bedingt. Das Gesetz der Reziprozität, ja, also Wechselbeziehung. Das heißt, sie geben und sie nehmen im gleichen Abstand. Und dadurch sind sie auch viel widerstandsfähiger. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel in die Natur hineinschauen. Ja, sie sind so sehr verbunden, dass sie wissen, okay, die Natur, die schickt uns auch gewisse schwierige Zeiten und wir können uns damit besser vorbereiten. Aber auch die jahrhundertelange Unterdrückung, die diese Völker erleben mussten, hat sie einfach stärker gemacht. Und diese Resilienz, die dürfen wir auch für unser Business, für unseren Alltag in dieser westlichen Konsumgesellschaft übernehmen. Denn wir gehen eigentlich in das Gegenteil von der Widerstandsfähigkeit. Wir gehen in den Stress, wir gehen in den Widerstand hinein, weil wir gewisse Sachen nicht haben möchten. Und dadurch kreieren wir natürlich sehr, sehr viel Leid für uns, für andere, aber natürlich auch für unser Geschäft, für unsere Mitarbeiter, für unsere Klienten. Sehr, sehr wichtig zum Verstehen. Das dritte ist mir wirklich ganz, ganz wichtig. Das dritte Prinzip ist ganz einfach und simpel: Humor und Feiern. Humor und Feiern, das ist das, was ich vor allem bei den Yavanavas so sehr genossen habe in den Zeremonien. Es wurde getanzt, es wurde musiziert, Gitarre gespielt, sehr, sehr viel gesungen. Und sie machen das den ganzen Tag. Wenn du diese Menschen beobachtest, ja, so 80% des Tages sind Feiern, sind Tanzen, sind Singen. Und wie oft feiern wir das Leben? Wie oft feiern wir die Natur und dass wir überhaupt hier sein dürfen und dieses wunderbare Leben erfahren dürfen? Meiner Meinung nach viel zu wenig und ich mache das auch viel zu wenig. Und ich arbeite mit meinen Klienten vor allem an der emotionalen Positionierung, bevor sie in eine Arbeitsphase hineingehen. Und das kannst du vielleicht auch für dich daraus übernehmen. Wie bist du denn emotional aufgestellt, wenn du den Computer aufklappst? Denkst du so, ah, schon wieder Stress und ah, jetzt habe ich irgendwelche Termine und ja, ich muss ja noch das machen, ich muss ja noch das machen? Oder gehst du mit einer Leichtigkeit dran? Machst du dir vielleicht schöne Musik an oder versuchst dich einfach in eine höhere Frequenz zu bringen, in eine höhere Schwingung? Weil genau dieses Feld nährst du dann auch für deine Klienten, wenn du zum Beispiel Content erstellst oder wenn du irgendwelche Konzepte ausarbeitest. Also übernimm unbedingt mehr Freude,
mehr Humor, mehr Feiern in deinen Alltags, in deinen Business-Alltag. Ja, es heißt ja nicht umsonst Feierabend. Feierst du auch am Abend? Feierst du, dass du wieder einen erfolgreichen Tag hast, dass du wieder lernen durftest, dass du wieder Herausforderungen gemeistert hast? Ja, stell dir einfach mal diese Frage. Und dann kommen wir zum vierten Punkt. Und der vierte Punkt ist eigentlich ein Megatrend der Zukunft. Hast du bestimmt auch schon mal gehört von diesen Megatrends, die uns die nächsten 50 bis 100 Jahre bestimmen. Und dieser Megatrend heißt Sharing is Caring. Und die Naturvölker, die leben das wirklich mit jeder einzelnen Faser ihres Seins. Sie teilen alles, sie teilen mit der Natur, sie teilen mit ihren Völkern, mit ihren Kindern das Wissen, die Erfahrungsschätze, aber sie teilen auch mit der westlichen Welt. Und das finde ich so schön bei den Yawanamas. Sie sagen zum Beispiel, hey, wir sind so dankbar für diese Technologie, die ihr da erfunden habt, das Smartphone, das Internet. So, seit wir Internet haben, können wir mehr connected sein mit euch, auch können unser Wissen teilen. Ja, es ist einfach so schön, das zu erleben. Vor allem, wenn man überlegt, so vor ein paar hundert Jahren sind wir Westler da eingefallen und da war gar nichts mit teilen, aber nur nehmen, nehmen, nehmen. Ja, und tatsächlich ist es heutzutage immer noch so. Und das möchte ich jetzt zum Schluss auch mit dir teilen. Und das ist ein sehr, sehr ernstes Thema. Und mit diesem kurzen Podcast möchte ich darauf einfach zu sprechen kommen und möchte Awareness schaffen. Ja, ich will jetzt nicht irgendwelche Spenden oder dass du irgendwas unterschreibst oder so. Ich möchte einfach, dass du dich bewusst mit diesen Themen beschäftigst. Weil die indigene Bevölkerung wird aktuell und immer wieder unterdrückt auf dieser Welt. Wir sind wirklich immer noch nicht weiter als vor Hunderten von Jahren. Aktuell ist es in Brasilien so. Ja, da gibt es jetzt ein Gesetz oder ein Gesetzesentwurf, PL 490 heißt der. Und der ist jetzt auch durchgekommen, leider. Und ich kann dir kurz sagen, was da drin steht. Neben anderen Maßnahmen würde der Gesetzesentwurf es schwieriger machen, indigene Reservate abzugrenzen. Die territoriale Souveränität der Indigenen für Projekte von öffentlichem Interesse außer Kraft setzen und die derzeitige Politik des Nichtkontakts mit isolierten Indigenen aufheben. Wow. Also wir gehen jetzt eigentlich wieder als die weißen Männer und weißen Frauen dorthin und sagen, okay, hey, gehört das Land überhaupt dir? Wenn du es nicht nachweisen kannst, dann gehört es uns und dann können wir da Viehzuchtbetriebe machen, da können wir da Staudämme bauen, da können wir da irgendwelche Projekte realisieren und natürlich noch mehr Regenwald abholzen. Der Regenwald ist die Lunge unseres Planeten und es ist nicht... Es kommt nicht von irgendwo her, dass plötzlich ein Virus uns seit fast 2 Jahren beschäftigt, der auf unsere Lungen zerstörerisch wirkt. Ja, alles ist miteinander verbunden. Denk an das erste Prinzip und hab einfach die Awareness jetzt, dass wir diesen Tribes helfen müssen, dass wir Bewusstsein schaffen müssen, dass wir darüber reden müssen, weil in den Mainstream-Medien, da suchst du das vergeblich. Ja, und es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass du auch diese Prinzipien immer mehr in dein Business einbaust. Ja, ich meine, was würde denn passieren, wenn du statt nur zu nehmen, immer mehr gibst, du sorgst für den Markt, du sorgst für dein Tribe, du sorgst für deine Community, deine Nische. Ja, was würde passieren, wenn du nicht mehr in den Widerstand gehst? Ja, wenn du nicht mehr so viel gestresst bist, wenn du mehr Freude in deinem Business-Alltag einlässt, wenn du mehr Freude ausstrahlst zu deinen Klienten, zu deinen Mitarbeitern, ihnen Möglichkeiten gibst, mehr Freiheit zu erfahren. Was würden wir für eine Welt haben? Und statt alles für dich zu behalten, immer mehr zu teilen, weg von diesem Konkurrenzdenken und vielleicht auch ein Stück weit zurückzugeben an diesen Regenwald, an diese Lunge, ja, dass du in Nachhaltigkeit denkst. Auch wir machen das zum Beispiel mit den Coachings, die wir verkaufen. Da kommt ein Teil einfach zu diesen Tribes, da kommt ein Teil zum Regenwald, weil wir einfach gemerkt haben, es ist super, super wichtig, etwas zurückzugeben, weil alles miteinander verbunden ist. Und wenn ich dir das jetzt mitgeben kann, jetzt sind wir schon bei 7 Minuten, dann habe ich schon alles getan eigentlich. Also denk an die 4 Prinzipien. Alles ist verbunden. Ja, spür diese Verbundenheit. Geh einfach davon aus, dass du ein Teil von dem Großen und Ganzen bist und dein Business auch. Und das, deswegen hast du auch so sehr Einfluss damit. Das Zweite ist einfach die Widerstandsfähigkeit. Ja, nimm die Tribes, nimm die Naturvölker als Idole. Ja, was sie für einen Kampf gemacht haben über die letzten hundert und tausende von Jahren. Ja, und was unserer Kampf in unserem Alltag eigentlich, wie klein der ist dafür. Ja, also trainier deine Widerstandsfähigkeit.
vielleicht nicht so viel jammern, vielleicht nicht so viel über Politik und dies und das, ne, sondern mehr umsetzen, mehr kreieren, co-kreieren, kooperieren. Ganz, ganz wichtig. Drittens, trotzdem alles mit Humor nehmen. Ja, der Schamane in der letzten Zeremonie, ja, er hat zum Beispiel solche Sprüche gebracht wie Hold on tight, also festhalten, es geht jetzt gleich los, beziehungsweise We are almost there. Ja, ich weiß, es ist hart, die Arbeit, die wir machen, aber sie ist wichtig. Ja, und wenn du mal so ein bisschen Witz reinbringst, wenn du ein bisschen Humor reinbringst, Freude reinbringst, tanzen, singen, musizieren, ich schwöre dir, du wirst eine ganz, ganz andere Schwingung auch kreieren in deinem Business. Und das vierte, vergiss nicht zu teilen. Denke im kosmozentrischen statt im egozentrischen. Ich kann es immer nur wiederholen. Ja? Wir sind ein Teil, wir sind eine große Familie hier. Und alles bedingt das. Wenn wir den ganzen Regenwald abholzen, was passiert irgendwann? Uns bleibt die Luft zum Atmen weg. Ja, und ich möchte diese Folge mit einem Satz abschließen, den ich letztens gelesen habe von dem Yanomami-Leader Davi Kopenawa. Und er hat gesagt, es gibt nur einen Himmel und wir müssen uns um ihn kümmern. Denn wenn er krank wird, wird alles zu Ende gehen. Ich freue mich über dein Feedback und ja, connecte gern mit mir, sprich mit mir über dieses Thema auf Instagram und ja, schaff einfach mehr Awareness. Guck einfach mal, google einfach mal BPL 490, schau, was da gerade passiert. Und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, für dein Bewusstsein, für deine Zeit natürlich. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Ahoi.